Government ist ein großes Stichwort, ein Riesenhype, der jetzt natürlich auch gemacht wird. Wie verändert Internet die Welt, die Politik, auch das staatliche Handeln? Ich denke mal, wo sind wir in einer Phase, wo wir viele neue Innovationen gesehen haben im Internet, wo Open Government erstmal so als Hype-Begriff so ein bisschen durch die Wälder oder durchs Dorf getrieben wurde. Und jetzt kommen wir aber in eine Phase, glaube ich, wo jetzt wirklich mal reflektiert nachgedacht wird, was kann Internet wirklich als Mehrwert bringen für politisches Handeln? Also sowohl auf Seiten der Verwaltung, da ist der Begriff offene Staatskunst ganz interessant, also welchen Mehrwert hat wirklich Partizipation, E-Partizipation für Verwaltungshandeln und auf der anderen Seite aber auch für den Bürger. Und da kommen natürlich auch Themen hoch, die immer wieder diskutiert werden. Ja, es beteiligen sich ja nur so wenige. Wie können wir überhaupt dem Bürger verständlich machen, dass Beteiligung und auch E-Partizipation ein wichtiges Element im politischen Beteiligungsprozess ist? Also ich glaube, wir sind jetzt in der Phase, wo wir wirklich ganz konstruktiv nachdenken können, fernab der ganzen Instrumente und der ganzen Diskussion erstmal auf metatheoretischer Ebene über das Internet und deren Veränderungen, die es in der Gesellschaft bringen kann, dass wir jetzt wirklich mal konkret gucken, was kann es bringen? Und da ist, finde ich zumindest, Open Data eine sehr interessante Bewegung gerade, die zeigt, dass die sowohl Prozesse auf der Verwaltung initiiert, die merkt, okay, es gibt Menschen, die wollen offenere Daten und auf der anderen Seite natürlich Bürger, die merken, was es bringen kann, wenn man Kontrolle über Wissen, über Macht und über Daten auch auf Seiten des Bürgers haben kann. Und ich denke, Open Data wird jetzt das Thema sein, was in Zukunft, glaube ich, die Debatte immer mehr bestimmen wird, weil es einfach wirklich Machtstrukturen ändern kann. Wissen ist Macht und Wissen diffundiert in einer Internetgesellschaft, in einer Gesellschaft, wo Informationen freier fließen können. Und deswegen denke ich, ist Open Data ein ganz interessantes Feld jetzt, wo sich zeigen kann, wo Macht neu verhandelt wird zwischen Staat und zwischen Bürger. Und ich bin höchst interessiert, wie es mit dem Thema Open Data weitergeht. Es gibt sicher Länder, die dort ein bisschen weiter sind, aber wir haben jetzt hier ja auch mit dem Open Data Network und anderen eine sehr interessante Bewegung. Und da wird wirklich, bei diesen Themen wird wirklich verhandelt, wie wir in Zukunft Politik, unser Politikverständnis ausrichten, aber auch wie der Staat auf die Bedürfnisse des Bürgers eingeht, nämlich stärker beteiligt zu werden an Verwaltungsprozessen und auch politischen Prozessen. Kern der Debatte wird jetzt in den nächsten Jahren sein, fernab des ganzen Hypes, wirklich darüber nachzudenken, welchen Mehrwert bringt Online-E-Partizipation, das Internet wirklich sowohl auf Seiten der Verwaltung als auch auf Seiten des Bürgers, um einen Mehrwert zu schaffen, nämlich eine demokratischere Gesellschaft zu gestalten. Und ich glaube, diese Debatte fängt jetzt erst richtig an, weil vorher haben wir sehr stark über Instrumente und wie gesagt über Tools, über Internet als Hype geredet. Aber jetzt geht es wirklich darum, ganz konstruktiv miteinander zu reden. Was kann das Internet wirklich bringen, verändern, tun, um in Zukunft unsere Gesellschaft auch ein bisschen offener zu machen und demokratischer.